Moin, hallo und willkommen zurück zu Malta mit Porsche. Wir sind erstmal wieder zurückgeritten jetzt. Ich habe den Heißluftballon schon mal installiert und die Plattform. Das dauert noch ein bisschen. Benzin ist aufgebraucht. Was? Auftanken. Ich habe bald keine Kristalle mehr, oder was? Muss ich mal gucken. Fell brauche ich noch. Piment habe ich. Pigmente habe ich noch. Ich sag mal Piment, ich weiß auch nicht warum. Das wird noch produziert hier. Ja, da wird eigentlich gemacht und getan. Mehr kann ich eigentlich gerade nicht machen, ne? Bauplan warten. Handelsauftrag arbeite ich schon dran. Die Stahlplatten brauche ich noch, dann kann ich das fertig machen. Na gut, dann gehen wir ins Bett. Das wird morgen alles fertig, dann kann ich das noch abhaken. Das ist sehr gut. Ich will ja eigentlich gucken, dass ich mal ein bisschen was auf Vorrat produziere hier, damit ich tatsächlich solche Aufträge dann alle sofort lösen kann. Aber dazu brauche ich natürlich noch mehr Material. So, dein Reittier, Vermietung läuft heute ab. Okay. Das heißt, ich kann heute noch reiten und dann ist Feierabend? Ich glaube ja. Nee, ich kann heute nicht mehr reiten. Okay. Ist abgelaufen. Alles klar. Na gut. Na gut, na gut. So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Jetzt kann ich ein bisschen was craften hier hoffentlich. Und zwar eine Auslage brauche ich. Ja. Und einen Weidenkorb brauche ich. Und jetzt kann ich zumindest den Weidenkorb hier schon mal montieren. Dann den Ballon, den habe ich noch im Inventar. Und dann brauche ich noch Seile. Und Seile brauche ich. Seile habe ich. Wo habe ich die Seile denn? Herstellung 2. Hier sind noch Seile. Drei Seile und fertig. Okay, dann packen wir das weg. Mitnehmen. Ich will immer. Ich war die linke Maustaste drücken. Das kommt davon, wenn man so viele Spiele spielt. Ja, da blickt man immer nicht durch irgendwann. So, wo ist Emily jetzt? Emily kommt direkt auf mich zu. Nee, warte mal, da ist ja noch wer. Was ist denn los hier? Hi, hallo. Kara, genau die Person, nach der ich suche. Okay. Was kann ich für dich tun, Alo? Nun, ich habe gestern Abend ein gewöhnliches Trainingsprogramm durchgezogen und mache gerade meinen 500. Schlag, als meine Trainingstruppe auseinanderbricht. Ich brauche so schnell wie möglich einen Ersatz. Das sind aber viele Schläge. Da wird alles auseinanderbrechen. Ich verlasse mich auf deine Handwerkerfertigkeit. Oh Mann. Dass du mir eine Trainingspuppe baust, die eben nicht auseinanderbrichst. Du denkst du bist dieser Aufgabe gewachsen? Okay, klar. Hervorragend. Ich will so schnell wie möglich wieder zur gewöhnlichen Routine zurück. Ich denke, der Bauplan für die Trainingspuppe steht im Forschungszentrum zur Verfügung. Ich habe es schon mal gesehen. Okay, ich kann jetzt mit ihm auch hier Party machen und so. Okay. Das sind die ganzen Heiratskandidaten hier, aber Dings, das ist doch eigentlich hier vor der Ziviltruppe. Handwerker, Ziviltruppe behalten. Sehr gut. Forschungszentrum, tut mir leid, dass ich selbst mit Merlins Hilfe noch nicht in der Lage war, die Forschung bezüglich des Baus von Windrädern abzuschließen. Uns fehlt eine wichtige Information. Zwar wissen wir nicht, wie wir die Drehgeschwindigkeit des Generators bis zum Maximum erhöhen können. Mit der Geschwindigkeit laut den Berechnungen würden wir derzeit nicht genügend Elektrizität erzeugen. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen, um dieses Problem zu lösen. Wenn ich mich recht erinnere, kommt Phyllis aus Hochwind. Vielleicht weiß sie etwas, das wir nicht wissen. Petra. Carol, die Bandwerker, die Nähmaschine, die du hergestellt hast, ist unglaublich. Ich kann jetzt jedes kleine Stück viel schneller fertigen. Ich denke, dass ich mit dieser Maschine auch die Attribute von Kleidung verändern kann. Warum kommst du nicht vorbei und siehst es dir an? Der erste Versuch geht auf mich. Carol. Cool. Okay, McDonald, howdy, Kara. Der Verwertungszeitraum für das Pferd ist abgelaufen. Deswegen nehme ich das Reittier wieder zurück. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Postbot. Noch mehr Post? Wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Dieses Ergebnis ist Recyclingmaschine. Recyclingmaschine? Achso, das war der andere. Wieso, das wird ja alles geliefert. Arlo will noch spielen, aber ich habe keine Zeit, Arlo. Wir können noch nicht. Du läufst jetzt hier so lange rum, bis ich mit dir spiele, oder? Ja, ich glaube, du läufst hier so lange rum, bis ich mit dir spiele. Mann, ich habe doch keine Zeit für sowas. Ich kann doch jetzt gerade nicht. Ich bin doch total. Ich muss doch deine Puppe hier fertig bauen. Hab ich denn noch ein paar Datendisks? Wo habe ich denn Forschung? Forschung, Forschung. Hier. Wie sag mir, ich habe. Oh, nicht mehr so viel Datendisks. Das ist nicht so toll. Ich kann jetzt aber nochmal Qualitätsleder herstellen. Faserstoff, abgenutztes Fell brauche ich. Ich brauche kein Dingensfell. Dammit. Das Falsche bestellt. Qualitätsleder mache ich nochmal fertig. Das heißt, ich muss immer nach oben und abgenutztes Fell bestellen. Geht gerade nicht, Alu. Muss noch nächstes Mal wiederkommen. Was blinkt denn hier? Blinkt überall ein Ausrufezeichen.
Sunia. Sunia ist doch eigentlich mit Dingen zusammen, oder nicht? Was ist denn mit Ack los? Hi, Ack. Der einsame Roboter. Heile Makrele, ich werde hier richtig beliebt. Es kommen sogar Touristen nach Portia, um meine Kochkünste zu erleben. Wer hätte das gedacht? Aber ich vermisse meine geliebte Lara. Was ist mit ihr passiert? Trotz Platine und Kurzschluss. Ich bin mir nicht sicher. Es muss ein Problem mit meinen Speicherchips geben. Oh nein. Wissen Sie noch, wie sie aussieht? Würden Sie mir vielleicht eine Zeichnung anfertigen? Dann könnte ich für Sie eine Nachbildung von Lara herstellen. Heilige Limonade, das ist eine tolle Idee. Moment. Hier. Das ist, mal sehen, was ich tun kann. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Beine richtig hinbekommen. Ich bin da ein bisschen pingelig. Der einsame Roboter. Ein Bauplan, das Lara-Modell. Okay, baue ich jetzt hier Lara nach. Interessant. Handelsauftrag, was war das? Emily? Achso, das kann ich erledigen. Und ich muss nach da oben. Ach du meine Güte, hier ist noch. Ja, ich gehe einfach erstmal nach oben. Ich muss mir noch was bestellen. Sonst kommt das nachher nicht mehr an. Das wäre nicht so toll. Ich bin hier nur am Bestellen und am Laufen. Das gibt's doch nicht. Ich komme jetzt zu gar nichts mehr. Und Arlo will noch mit mir spielen. Ist ja schön, dass alle mit mir spielen wollen. Ich weiß nicht, anbandeln müsste ich immer gucken. Irgendwie wird da nächstes Mal Zeit, wa? Das ist noch so eine Sache. So, ja, dann gehe ich jetzt mal die Bestellung aufgeben. Ich kann ja jetzt noch zwei Bestellungen wieder aufgeben. Und dann muss ich noch zu Phyllis gehen. So, ich brauche abgenutztes Fell. Gibt es denn abgenutztes Fell? Doch, hier ist der. Was ist denn ausgehangen? Ach, abgenutztes Fell ist noch ausgehangen. Alles klar. Nee, ich dachte schon, ich habe das jetzt nicht bestellt. Dann bin ich ja beruhigt. Brauche ich blaues Leder noch? Nee, ich lasse es mal. Nee, wenn das drin ist, dann ist gut. Das ist ja doppelte Zeit wahrscheinlich. Dann, das dauert 2 Tage, denke ich mal. Und dann wird das schon hinhauen. So, okay, jetzt muss ich zu Phyllis gehen. Vielleicht weiß sie etwas, was wir nicht wissen. Das werde ich jetzt rausfinden. Hi, Phyllis. Windenergie für Südblock? Ich würde wirklich gerne helfen, aber meine Familie und ich reden zurzeit nicht miteinander. Außerdem sind das Silberschmiede, also weiß ich ohnehin nicht, ob das auch was nützen würde. Hey, du solltest stattdessen mit Nora reden. Nora? Ja, ihre Familie gehört das Kraftwerk in Hochwind. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass sie alles weiß, was es über Generatoren zu wissen gibt. Okay, dankeschön. Beobachtest du dich da heimlich, Phyllis? Jetzt bist du durchsichtig. Das sieht so ein bisschen aus, oder? Du hast gar nichts zu tun, das kann auch sein. Ich bin mir da nicht sicher, Phyllis, ne? Ne, du bist am Arbeiten, okay. Ich habe nichts gesagt. So, ich bin schon am M. Ich muss zu Nora, okay, das heißt, ich muss jetzt nach ganz hinten. Kann ich jetzt hier lang laufen? Ne, da komme ich da oben hin. Ich muss hier runter und dann, ach du meine Güte. Da lang laufen, ne? Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Hier, die anderen Wege bin ich ja noch gar nicht gelaufen hier. Ich glaube hier, genau, und dann geht's da hoch, alles klar. Da ist doch noch was, oder? Ist kaputt, komme ich nicht hin. Doch, ich glaube, da habe ich schon was eingesammelt. Ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es ja immer noch irgendwo Kisten. Und wenn ich welche sehe, versuche ich die natürlich mitzunehmen. Ich nehme das mit der Abkürzung jetzt hier. Zack. Denn ich will gerne alle Kisten haben. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinten hochkomme. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, Nora. Wo ist denn Nora denn? Ist Nora da oben? Jetzt laufe ich hier hin und doch, Kirchenladen. Okay. Emily ist auch da unten. Muss ich gleich nochmal hin. Ich will noch einen Auftrag haben wieder. Aber erstmal zu Nora noch ein bisschen mehr über Windenergie herausfinden. Die Familie hat ein Kraftwerk. Interessant, okay. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, muss ich zugeben. Aber. Hallo Kiara, wie kann ich dir helfen? Ja, tatsächlich. Oh nein, das ist einfach. Du benötigst nur. Halt, Nora. Oh oh. Kara? Ich habe gehört, was los ist. Nora, du darfst bei diesem korrupten Projekt nicht helfen. Was? Warum nicht? Aber, Nora, du wurdest aufgrund der Einstellung deiner Familie gegenüber Technologie eine Missionarin, oder? Wenn du hierbei hilfst, wie unterscheidest du dich von ihnen? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Denk darüber nach, es ist deine Entscheidung. Farali? Das ist dumm, Generatoren sind nicht gefährlich. Was hat er mit Einstellung deiner Familie gemeint? Ja, ich habe diese Aufgabe angenommen, weil ich fest daran glaube, dass meine Familie nicht das Richtige tut. Mein Vater betreibt ein großes Geschäft in Hochwind. Sein Unternehmen erzeugt Kriegsmaschinen. Ich bin zwar nicht naiv genug, um zu glauben, dass wir überhaupt keine Waffen benötigen, aber es regt mich auf,
dass wir uns, nachdem wir uns nach 300 Jahren Dunkelheit endlich hochgerappelt haben, sofort gegenseitig abschießen müssen. Gut, macht nichts. Ich werde eine andere Lösung finden. Nein, ich glaube, der Pfarrer hat in diesem Fall nicht recht. Ich weiß, dass du das zum Wohle Portias machst. Petra fehlt ein Getriebe. Ich werde es ihr sagen. Warte du auf den Bauplan. Danke, das ist in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Der Pfarrer wird sich schon beruhigen, wenn er das Ergebnis sieht. Da ist er weggegangen und jetzt hat er... Okay. Na gut. Ja, das ist immer... schwierig, sowas. So ganz ohne Technologie geht, glaube ich, auch nicht. Weil selbst einfache Technologie, wie ein Hammer, ist ja eigentlich auch schon Technologie. Ich würde jetzt Hammer schon als Technologie bezeichnen sogar, muss ich zugeben. Ist ja auch schon ein Fortschritt, nicht wahr? Das ist ja schon kein Stein mehr, mit dem du da rumklopfst. Und, naja... Da muss man gucken, guten Generator ist schon hochtechnologisierter, das kann man damit wahrscheinlich nicht vergleichen. Aber etwas, das Strom erzeugt und etwas, was zum Krieg machen genutzt wird, sind ja auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Emily, warte! Emily! Hi, Emily. Wow, du bist schnell und zuverlässig, vielen Dank. Mach's gut. Ein Zauberwürfel habe ich gekriegt. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich denn... nein. Ich dachte, wäre schon fertig, aber nein. Okay, gucken wir mal. Wir brauchen eine Trainingsgruppe. Dafür brauche ich 6 Stahlplatten, dann kriege ich das Ganze hin. Wir brauchen aber noch Seile auch noch. Okay. Das heißt, ich muss noch Seile herstellen. Kann ich denn Seile hier an der Einfuchtenmaschine herstellen? 4 Stück kann ich herstellen. Wow, das ist jetzt nicht mehr so viel. Die Baumwolle ist alle. Faserstoff wäre noch ganz wichtig. Da muss ich aber auf das abgenutzte Fell warten. Meine Zunge ist auch schon ganz abgenutzt hier. Oh Mann. So. Trainingspuppe, Stahlplatten, 6 Stück. Kann ich die... Doch, müsste ich jetzt eigentlich produzieren können. Stahlplatten, 6 Stück. Ich kann 8, dann produzieren wir 8. Ist egal. Also ist wieder alles alle. Das reicht echt vorne und hinten nicht. Hier. Das ist fertig. Benzin ist aufgebraucht. Okay, oh oh. So, das läuft wieder. Dann Aluminiumplattenwand. Oh Mann, was ist denn los heute? Das kommt da erstmal rein. Das, das, das. Das auch. Ne, warte mal, das ist Holz. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Das gehört doch zu Rohstoffe 1. Hier. So, Rohstoffe 2. Moment, da kommt doch Fell rein, oder nicht, ne? Oder nein. Oder doch, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Doch, müsste, glaube ich. Weil es sind ja... Nee, das fällt... Doch, müsste eigentlich. Oder ist es Beute? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich das bei Beute reingeschrieben? Ordnung, Ordnung, Ordnung. Ich habe keinen Plan. Nee, müsste passen. Okay. So, ein Zauberwürfel. Kritische Treffchance. Okay. Wozu ich den gebrauchen kann, weiß ich nicht. Muss ich da drauf prügeln auf die Gegner oder was? Ich habe keine Ahnung. So, das haben wir fertig. Dann, was mache ich denn jetzt? Den Ballon kann ich noch installieren. Ja, ansonsten geht da gar nichts. Ich kann das Essen noch wegräumen. Wie siehst du aus? Du brauchst hier immer Dünger, Dünger, Dünger. Ihr braucht alle Dünger. Okay, dann dünge ich hier nochmal eine Runde. Das wird ja Zeit. Düngen. Düngen. So, düngen, düngen, düngen. Du bist schon reif. Okay, dann kann ich euch schon pflücken eigentlich. Wie sieht das bei euch aus? Bei euch sieht das gut aus. Du willst doch Dünger haben. Kann ich da 2 draufhauen? Jo. Okay, du brauchst Dünger. Ich brauche viel, viel mehr Dünger. Ich muss hier so mega viel Dünger reinhauen, das gibt's gar nicht. So, da haben wir auch noch Dünger rein, damit ich da ein bisschen Ruhe habe. Okay, das geht auch. Dann haben wir das schon erledigt und dann räume ich den Dünger weg und dann muss ich nochmal 3 Sachen hier reinhauen. Okay, dann machen wir das jetzt mal dahin, weil das nicht anders geht. So, wenn ich jetzt hier pflücke, ne, kriege ich da nochmal ein paar Kürbissamen raus. Ich habe einen Kürbissamen rausgekriegt. Dann haben wir den Kürbis hier nochmal drauf. Und ich brauche 2 neue Sachen. Was haben wir denn da drauf? Was haben wir denn? Ach ne, hier sind noch mehr Kürbisse. Komm, wir machen Kürbis ohne Ende. Kürbis ohne Ende. Solange ich die noch habe, brauche ich ja nichts Neues kaufen. So. Ich habe gerade gesehen, die Sachen, die bangen da unten in die Ecke wieder. Das ist nicht so toll. Aber komme ich schon irgendwie an. So, das habe ich erledigt. Ich will nochmal schnell noch einen neuen Arbeitsauftrag haben. Den anderen habe ich ja erledigt.
Es ist aber schon 3 Uhr. Es ist wieder alles irgendwie verquer jetzt. Normalerweise müsste ich mir den morgens holen. Das Gute ist... Hi, May. Du hast es auch da. Das Higgins hat sich zum Glück anscheinend nicht den S-Rang geholt. So, ich muss wieder nochmal holen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Episode geht's weiter. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.